Was genau findet in Freising statt? Wir diskutieren über Politik, über die Positionen, die katholische Kirche bei bestimmten Fragen hat. Wir haben ein schönes Podium zusammengestellt. Wir sind am Freisinger Domberg im Innenhof und werden wirklich streiten über Gott und die Welt und hoffe, dass die Menschen nachher wissen, warum sie ihr Kreuz an der einen oder anderen Stelle machen. Noch genauer, um welche Themen wird es gehen? Wir unterhalten uns natürlich über Umwelt. Wir unterhalten uns über die Themen Flucht, Migration. Wir unterhalten uns ganz wichtig über das Thema soziale Gerechtigkeit und, das darf nicht fehlen, wir unterhalten uns über das Thema Europa. Die spannendste Frage, wer kommt? Zugesagt haben von der SPD der Florian Pronold, von den Bündnis 90 Die Grünen ist die Margarete Bause da, Atis Göppinar vertritt die Linke, Martin Hebner von der AfD ist da und Daniel Först hat uns zugesagt, der ist von der FDP da. Von der CSU steht leider noch eine Zusage aus, aber wir freuen uns jetzt schon über hochkarätige Besetzung. Wer steckt denn hinter dieser Veranstaltung? Diesen Polit-Talk, diese Podiumsdiskussion veranstalten der St. Michaelsbund in Kooperation mit dem Bildungszentrum Freising, sodass auf der einen Seite Journalismus und Erwachsenenbildung zusammenkommen und die beiden Einrichtungen organisieren diesen politischen Abend. Wenn ich jetzt nicht nach Freising kommen kann, kann ich aber trotzdem mit dabei sein. Wie geht's? Wir wären eine schlechte Online-Redaktion und wir hätten eine schlechte Online-Redaktion, wenn wir das Ganze nicht übertragen würden. Wir übertragen live und ich kann jetzt schon sagen, wir haben einen super Ton, weil wir nämlich den Saalton in den Facebook-Livestream hinein übertragen und wer sich mit Facebook auskennt, weiß, da kann man natürlich auch auf dem Facebook-Livestream mit diskutieren. Wann findet statt? Das Datum nochmal? Freitag, 21. Juli, ab 18 Uhr, Freisinger Domberg. Wir freuen uns. Oder im Internet. Herzlichen Dank. Gerne.